Na, wir sehen Max, wie sie schon mal Richtung B-Spot orientiert arbeiten, drauflaufen und sich eine 3 gegen 1 Überzahl schnappen. Poison. Tja. Und, das ist dann nicht so erfolgreich für die Jungs von Windigo. Wächst, pusht einfach B einfach durch. Schnappt sich die ersten 2-3 Entries. Und schnappt sich eben auch die Pistol Rounds. Zweite Runde, wir sehen die Pistol Eco bei Windigo, Blocker, der P250, der Rest hat USPs und wächst mit einer AK, 4 SMGs, erstmal Richtung B, Richtung Connector, währenddessen Windigo mit 4 Mann in der Mitte stackt. Na, pushen jetzt Mitte offensiv durch, während hier könntet ihr es bereits gehört haben, Flash Armor aus Connector raus, aber der Rest pusht wieder schnell Richtung B-Spot. Dann Windigo. Eigentlich mit einer guten Idee, nur leider eben auf dem falschen Bombspot. Ships, Taser, Close Distance. Schnappt sich die MAC-10 von Piff. Na, unten Vanity, bekannt. Leather, Doppeldin jetzt das Ganze. Und der Vanity fliegt raus. Und das sind schon mal 2 SMGs für Windigo. Quicks von kurz Richtung Connector. Macht noch gut Schaden. Poison auf 50, auch eher runter auf 10 HP. Ist One-Shot. Bubble auf dem Spot. Ah, Headshot gegen Konor. Und das sind 2 Spieler angeschossen, 2 Spieler low HP. Poison könnt ihr euch vielleicht noch mitnehmen mit 20 HP, ist auch eher relativ low. Und müsst entsprechend aufpassen. Bombe geht hoch, er piekt nochmal nach. Ah, trifft leider nur HNS. Und deswegen gibt es wenigstens ein paar SMGs, die man rausnehmen kann. Nur eben jetzt auch die erste Ballround. Direkt die Doppel-Aug für Chips für Poison. Dazu natürlich 3 M4s, Kevlar, Helme. Weil ja immer noch SMGs im Urlaub sein können, wie zum Beispiel bei der Doppel-MAC-10 für Quicks und für Piff. Aber eben kein Kit. Und die Granatenanzahl sehr, sehr limitiert. Oh, wächst lang, werden sie gedoppelt von der Mitte. Und Blocker. Und Bubble. Na, Poison ist noch mit da. Granate fliegt ein bisschen zu weit gegen Quicks. Nur er und Valenti in einer 2 gegen 4 Unterzahl. Da muss man direkt mal aufpassen. Party steht noch. Quicks. Oh, im Waffenswitch. Richtig unglücklich. Valenti weiß Bescheid. Brunnen steht close, aber auch da steht Poison. Tja, und Windigo denkt sich einfach, hey, lass doch das gleiche wie in der letzten Runde nochmal machen. Nochmal Mitte stacken. Nur diesmal eben von lang und aus der Mitte selbst. Und das geht auf. Windigo mit dem Erfolg aus der ersten Ballround. Ja, schickt Vex direkt in die Force Ballround rein. Pistols, Kevlar, Granaten, aber eben nur einer einzigen AK. Und alle Last von Vex Gaming liegt diese Runde auf den Schultern von Quicks. Na, Mitte gibt es noch ein paar erste Smokes in Richtung Toilet. Poison auf lang mit der AWP. Erstmal schaut Rex in Richtung Mitte. Richtung Toilets. Connector. Outside. Hofft da irgendwo auf Infos. Na, Bubble defensiv im Spot, währenddessen Poison immer noch lang hält. Riskiert man etwas offenen Blick in Richtung Toilets selbst. Na, oh, sieht 1, 2, 3 Mann, Bubble, Blind Trade. Oh, Piff, Doppel-Deagle Trade mit HLS. Bombland ist durch, Kolor kommt ein bisschen zu spät, weiß, dass er noch eine AK close steht. Quicks mit Vanity, beide auf Short, Stairs steht, lang steht, Truck geht raus, Quicks bekannt. Ah, ist down jetzt und Vanity, vielleicht bekommt er noch ein paar Deagle Headshots. Poison raus, Chips. Smockt die Bombe ab, steht sich oben drauf auf die Box. Sind dann kurz steppen. Diffused mal in der Smog an und Vanity! Glück im Unglück. Die Deagle auf die Close Distance, die instant 2 Shots raushauen kann. Weil er ihn so ein bisschen früher sieht, der Vanity. Und wächst. Erfolg in der vierten Runde. 3-1 Führung. Windigo, auch da forst man wieder rein. Eine Doppel-MP9, eine Farmaster CZ, eine Scout für Poison, Blocker
Na, ein bisschen upstraden auf kurz und Quicks schaut dann nicht ganz in Richtung B kurz rein. Wäre eventuell eine erste AK. Sie kommen jetzt nochmal mit HNS auf die Close Distance. Blocker! Oh, da kommt er zu früh raus! Schiffs kann traden, aber auch da kommt instant wieder Welt hier rum. Und es bleibt bei der Ein-Mann-Überzahl für Windigo. Na, Kolor schnappt sich Victor auf dem B-Spot. Poison im Wasser, hört die Steps. Währenddessen Bubble als Backup im Connector steht, schnappt sich aber eben die Bombe und Kolo ist angeschossen, schaut Richtung Heaven, er hat keine Ahnung. Wasser steht was. Poison wieder von der Headshot Ramp und wieder wird die AWP mitgenommen. Eieiei. Also auf beiden Seiten schaffen sie es auch in den Force-Buy Rounds, das Ganze irgendwie zu holen. Nur diesmal scheint es bei Vex dann eher... Na, spät in Richtung Deagle-Kevlar-Runde zu gehen. Kolor kauft sich noch eine UMP. Na, die Chancen stehen gerade in den ersten paar Runden eigentlich gar nicht mal schlecht, dass auch das wieder wächst aufgeht. Und diesmal eben... diesmal... Es ist Windigo. Mit 2. Oh, Poison. Trifft den Schaff nicht. Ich kann Kolor. Zum Glück steht Bubble Close. Und kann da, wenn er das vielleicht irgendwer von Vex noch die AWP oder die UMP aufnimmt. Piff schnappt sich die Orb. Währenddessen werde ich hier nicht versuchen, der AKS. Chips aber kommt aus dem Connector raus. Das ist ein einziger 3 mit Piff für 40 AP. Kevlar, Helm, die Diegel, keine Granaten, er weiß, Connector, kurz könnte was rauskommen und hinter ihm auf dem A-Spot, schubt ebenfalls offensiv durch, Blocker, na, auf die Close Distance und dann, ist Piff ein bisschen zu langsam und Windigo schnappt sich erfolgreich den 3-3-Ausgleich, befördert also jetzt erstmal wächst in die Pistol Eco Round. Und so langsam scheint man hier ein bisschen Confidence aufbauen zu können und eben die Anti-Ecos nicht mehr mit dem Rundengewinn zu belasten. Na, es gibt eine P250. Gab eine Flash für Piff. Bubble. Jawohl, mit 2. Weiß, da ist noch mehr. Den dritten bekommt er ebenfalls. Dann kommt der Trade von Conor. Und der kann nirgendwo hin. Kurz steht. Oben steht Mitte. Chips. Schaut nochmal rein, aber Conor ist weg. Das ist ein 1 gegen 4. Für Conor. Na, keine Chance mehr. Jetzt die Barond, die Full Barond bei Vex Gaming. AWP für Kolor, eben die Mitte ab. Bubble liegt sich schon mal hinter dem Pfeiler dran. Na, Mitte noch ein paar Granaten raus. Bubble auf die Close Distance. Molotov Force sie nicht raus. Oh, links. Ah, schafft immerhin 2. Auch wenn es natürlich direkt einen Trade zum Next Gaming gibt. Sekunden auf der Uhr, immer noch 2 Smokes, 2 Flashes. Bei weniger nur 3 Flashes, also keine Molotovs, keine Nades, keine Defensive Smokes mehr. Und auf lang, oh, da gibt's Offensiv-Infos. Und das ist gerade wichtig für Victor und Chips, denn sie können jetzt beide schon mal Richtung B gehen, währenddessen ich Blocker in der Mitte auf lang Toilets Infos holt.
Quicks läuft rein. Oh, Barrett schippt wunderschön Doppelkill. Und auch Cola steht unten noch hinter der Smoke-Kan. Schaut aber, ich bin erst nach 5 Sekunden. Die Zeit ist um. Und vielleicht bringt Colo ja seine AWP durch. Aber auch auf kurz steht Blocker mit der AWP. Der Cola weiß das. Und deswegen bleibt der defensiv Fläche drin. Windigo schnappt sich eine 2-Runden-Führung. Und wächst, kann eigentlich nicht wirklich nachkaufen. Mitte. Ah, mit ein paar Flashes und Pistols hofft man da vielleicht Cola so ein bisschen zu supporten. Klar, Quicks, HNS mit Kevlar, falls vielleicht die AWP rausstoppt, falls wir vielleicht deine M4 oder eine AK erschießen können. Color Richtung Mitte, Vanity. Aus dem Connector schaut schon mal rein. Und Bubble bekommt instant ins Gesicht. Und das eben wäre der erste M4 für Quicks oder für HNS. Poison, aimt kurz nochmal nach. Oh, wird jetzt gepusht, kommt zu zweit, links rum. Blocker, Piff. Vanity. Das reicht nicht ganz. Color, 1 gegen 3. 60 Sekunden, hat genug Zeit, hat Kevlar, Helm, wird gepusht, so schnappt sich das Chips im Sprung und dann mit 3 HP unendlich glücklich unterwegs. Tja, und dann reicht eben ein einziger Shot vom Blocker. Die Runde gehört wieder Windigo Gaming. Next. Gibt den AWP-Drop für Color. Ich hoffe drauf, dass er vielleicht den schnellen Entry ziehen kann. Quicks lang raus mit Molotov-Granate. Oh, und das ist stark gemacht von Victor. Schießt weiter rein. Die Shots allerdings gehen nicht wirklich gut. Chips noch als Backup da. Pip mit 60 ist raus und wieder nur Color. Wieder Color. Tja, hat er von der AWP aus zu hoch in Richtung Kurzboost geaimt. Und Poison stand einfach schon auf die Close Distance. Erstes taktisches Timeout aus dem Hause wächst. Und das scheint bitter, bitter nötig bei einem Stand von 3 zu 7. Natürlich möchte man ungern die Halbzeitführung abgeben. Nur wirklich dagegen halten kann man auch nicht. Klar, 4000 bei Piff, bei Quicks. Da wären AKs drin mit Kevlarhelm. Bei Color, HNS, Vanity reicht es eben nicht. Und das ist so ein bisschen das Problem jetzt. Aber vielleicht doch ein bisschen mehr zu investieren. Vielleicht auf der 2000 oder 1500 zu kaufen. Mit ein bisschen Glück auf den Bombplant. Dadurch vielleicht ein paar MAC-10s, vielleicht Tech-9s, vielleicht CZs, die Close Distance. Nur wie eben kriegt man diesen Poison rausgenommen? Gibt eine MAC-10, gibt Pistols, Kevlar, ein paar Nades. Mitte Vanity mit einer ersten Flash, aber Poison ist halt überhaupt nicht blind. Und er pickt nochmal nach, kommt auf die Close Distance mit der Pistol, schnappt sich den 3K. Und dann kommen Bubble. Da. Und Blocker überlang. Und es ist einfach eine eigentlich gute Idee gewesen, da einfach die Mitte rumzugehen, aber eben nicht, wenn Poison nicht blind ist. Das darf halt einfach nicht passieren. Poison, Connector. Ah, direkt Molotovs ausgetauscht. Tippt sich aber erst wieder Richtung Short, Richtung als zurück, währenddessen wächst. Ah, langsam mit der Mitte aufbaut. Erste Granate ist richtig gut. Piff auf 30, HNS auf 75. Und Windigo direkt nach diesem kurzen Offensivblick zurück in Richtung Spot, zurück in Richtung Lang.
wächst unter 50 Sekunden. Connector, kurz, B lang, also wieder der B-Spot, der da angepeilt wird. Nur da eben warten Victor und Chips. Oh, ein bisschen Pre-Fire-Schaden. Chips auf 30, schnappt sich trotzdem. Piff, da kommt noch was raus. Bombe down und Chips bleibt am Leben. Color, Quicks, Vanity. Die müssen irgendwas machen jetzt. Water steht, Connector steht, Bubble kann nachsetzen. Und wieder Color, der reingelassen wird. Wieder die AWP. Color, lang steht, kurz steht und das reicht halt eben nicht mehr. Nicht gegen Windigo, denn die pushen einfach offensiv rein, weil sie wissen, sie müssen die AWP rausnehmen. Und gehen jetzt sogar auf den Doppelhaupt für Chips und Poison. Wächst. Wieder mit 3.500-4.000 Dollar auf der Bank. Wieder Pistols, Kevlar, ein paar Granaten. Aber das war's halt auch. Poison hängt die Mitte ab, Chips Richtung B-Spot, Connector, Bubble mit einem ersten Defensiv-Molotov. Und da stehen sie. HNS, Quicks. Na, warten auf ihren Moment, hoffen wir auch, dass wir gegen Bubble irgendwie Chance bekommen. Und Poison. Die Mitte wieder. Oh, Piff vom Connector. Bubble ist raus. Und auch Poison zeigt sie sehr offensiv. 35 HP. Piff, Deagle Trade. Überzahl wächst, Kimmy. Jetzt aber. Hat die ersten beiden Entries. Blocker. Auf lang. Ah, piekt nochmal Toilets nach, ob er vielleicht irgendwas sehen kann. Connector steht aktuell nichts offensiv. Aber dafür zusammen auf kurz, rechts hinter der Kante, Blocker, oh, ist bekannt, wir wissen Bescheid. Und auch da steht die Deagle von Vanity. Victor, Chips, AK, AWP, schieben beide nach oben Richtung A-Spot, aber diesmal, na diesmal scheint Vex den richtigen Riecher zu haben. Pushen runter Richtung B, Richtung Connector, Quicks mit den Anfang. Tja, und sie merken, der Spot ist offen, Heaven steht, oh, Chips auf 60 runter. Piff aimt mit der AWP. Victor ist raus. Und Chips. Na, kann da eigentlich nichts mehr riskieren. Klar, er hätte nichts zu verlieren, weil sie eh 11.000, 12.000 Dollar Reserve auf der Bank haben. Aber eben eine zweite AWP möchte man da nicht einfach herschenken. No, hatten gar nicht mal schlechtes Timing. Nur eben, sie standen alle drei Richtung Heaven. Und zum Glück gab es eben den Shot für Piff, somit keine Doppel-AWP für Wächst. Aber wenigstens eine vierte Runde aufs Konto. Schafft man es, jetzt noch ein 9:6 draus zu machen. Mitte direkt mal zwei Nachteile kassiert. Wieder nicht um B kurz. Bombe schiebt mit. Bleibt jetzt beim 2 gegen 1. Bubble, Piff, die Deagle. Oh, macht nochmal guten Schaden. Und auch Blocker ist One-Shot. Also könnte durchaus aufgehen. Blocker im Heaven. Piff mit dem Fokus in Richtung unten, Richtung City. Oh, und das Timing hätte besser nicht sein können bei Blocker. Tja,
Letzte Runde, erste Halbzeit. 4 AKs, eine UMP bei Vex Gaming gegen eben eine Orb, eine AUG und 3 M4s. Wieder schnell kurz durch den Molotower. Doppeljippeln sich Short mit Poison. Der piekt nochmal rein und das sind direkt mal 3 Vorteile. Quicks, Piff, Langhaus, Barrel steht gedoppelt. Und das war eine einfache Runde. Eine sehr, sehr einfache Runde für Mediga. Einfach kurz offensiv. Und eine 11-4 Halbzeit. Bei Vex Gaming. Ja, was vielleicht noch spannend wäre. Nur eben hat Windigo ein extrem gut. Windigo mit ebenfalls immer Kevlar Molotov Doppelflash, wenn ein Team Connector. Könnte vielleicht gleich Besuch bekommen. Victor schaut offensiv rein. Bislang noch keine Infos. Ah, Windigo lässt sich sehr viel Zeit. Auf die Close Distance versuchen zu doppeln. Da stehen wir jetzt 2-3 Mann sind. 2 gegen 2, machbar. Kolor pusht raus. Chips, Bubble. Direkt AK, Galil, Triple Mac-10 gegen Vex natürlich reinforcen. Wir sind Kevlar, Doppel-UMP, Pistols, Granaten. Quicks, Connector, Close Distance. Ah, die Mitte relativ offen gestaltet bei Vex Gaming. Ein erster für Bubble. Connector ist down. Quicks Geschichte. Und die erste UMP ist weg. Piff on spot. Muss aufpassen. Lang steht Poison. Na, Chips. Close Distance. Sehe ich hier. SMG ist einfach deutlich zu stark. HNS. Aber natürlich einfach viel zu viel Waffenpower bei Windigo. Und das heißt erstmal Pistol Eco bei Wächst. Chips, kurz durch. Mac-10, na, so ein paar erste Infos, damit wir entsprechend Double Poison mit den AKs natürlich nachsetzen können. Wächst. Ah, im 4-5-Mann-B-Stack stehen da alle auf die Close Distance mit den Pistols. Victor. Erster Trade, Überzahl wiederhergestellt. Quicks, Kolor, Pistols. Ah, immerhin ein Trade gegen die AK. Und es sind 10 Map, 10 Runden, die so vorne liegen. Wächst, jetzt. Erster Viront. AWP für Kolor, AUG für Piff, Triple M4 dazu. Wir haben ein paar Smokes, ein paar Molotovs und ein Kit. Und das ist ganz, ganz wichtig. Kolor Mitte geschaut, nichts gesehen. Windigo eher Richtung Connector unterwegs.
Bubble. Ah, sie hört die ersten Steps durch in Richtung A-Short. Sieht ja gut aus. Wobei jetzt sich die erste kleine Überzahl da ist. Der Next Game gegen Chips gegen Bubble. 4 gegen 2. Der Schaden ist gar nicht mal schlecht. Bis auf 20 Quicks. Oh, springt da eben Reload einfach rein. Und dann kommt aber Vanity von Short. Ah, Windigau im ersten Versuch. Leider noch nicht in Richtung 15. Runde. Gibt das erste taktische Timeout. Das scheint bei wenigen natürlich jetzt ein bisschen die übliche Vorangehensweise zu sein, denn meistens ist es so, wenn bei Windigo irgendwas nicht klar ist, wie man sich gerade vorgestellt hat, ist instant besprochen, instant versucht zu erörtern, was seit schief gelaufen ist und natürlich die nächste Runde zu planen. Victor hat direkt den ersten Mann verloren. Poison ist raus. Quicks, Close Distance. Oh, gibt den ersten Trade. Quicks mit 1 HP und der ist raus. Und das ist die Überzahl für Windigo. Piff, Onspot, AK hinterm Truck. Victor kommt rein. Jetzt ist er da. Victor mit 40 HP. Schießt nach unten Richtung Stairs. Aber Vanity trifft die Shots nicht. Und H&S, Vanity. Die ziehen sich instant zurück. Keine Anschlussrunde für Vex Gaming. Bubble. Auf B kurz, schaut da rein. Beide in Richtung Monster, Richtung B lange, lange Röhre. Und Bubble möchte das natürlich noch denyen. Na, hat jetzt immerhin H&S gespottet. Blocker kommt nochmal hinterher. Versucht durch die Smoke. Bombe geht hoch, Zeit ist um. Ah, Blocker bekommt leider keine Möglichkeit mehr. Vex bringt beide M4s durch. Dazu gibt es noch eine Farmers, eine UMP, eine Mac 7. Victor auf kurz. Vanity traut sich nicht ganz hinterher. Quicks ist nicht blind und Quicks bekommt eine. Quicks, kein zweiter. Ein bisschen zu weit nach rechts geschaut. Victor, Chips, die doppelt kurz bekommen, aber leider jetzt eine kleine Unterzahl. Chips alleine auf lang durch die Smoke und da hat H&S eigentlich den Blick drauf. Und der Spray Down sitzt. Windigo, schnell Richtung B-Spot. Die Granaten kommen raus, die Molotovs, die Flashes fliegen. H&S ist blind und kann da keinen sauberen Shot setzen. Piff
Hinter der Rampe mit zwei schönen Farmer Straits on spot kommt Victor nicht ganz zum Zug. Poison auf 50, Poison allein gelassen mit der AK 1 gegen 3. Und die Bombe ist down. Oh, das ist der Worst Case. Kurz pusht offensiv. Poison gegen Vanity. Beide auf 50. Und die Farmers bei Vanity macht sich bezahlt. Siebte Runde, Next Gaming. Windigo in der Pistol Eco. Also die achte Runde relativ sicher sein. Es sei denn, die investieren da vielleicht ein paar P250s. 15, vielleicht auf die Close Distance. Da vielleicht irgendwie Richtung Connector, Richtung Baseboard. Was Schönes aber auf die Beine zu stellen. Aber es gibt eben nur ein Pistol-Upgrade für Blocker in Form von einer P250. Poison schnappt sich noch spät eine Diegel. Na, wächst, bleibt defensiv auf den B-Spots. Kolor. Ah, schön hinten, Toilets, bislang die Pistols machen zwar ein bisschen Schaden, aber ein Trade gibt's erst jetzt für Chips. Poison, Siegel, hofft da vielleicht irgendwie noch auf einen Headshot. Aber sie doppeln das gut von der Box und Truck aus und Chips alleingelassen mit einer AK, die er schon gerade an Konter, aber eben kein Kevlar. Bekommt also entsprechend den Aim-Punch-Hit, muss also instant die One-Clicks geben. Und wir haben noch immer 7 Map Points für Windigo. Ja, irgendwann sollte da eigentlich die 16 draufstehen. Nicht, dass man da vielleicht wächst jetzt noch ein bisschen Momentum und Confidence zugesteckt hat. Vanity auf kurz. Ah, wichtiger erster Trade für Victor. Wird geprefired. HNS auf lang. Erstmal noch am Abwarten. Und Blocker. Ah, hört den Jump von Quicks. Piff. Ah, Richtung Short. Spade on. Ja, am Ende dann doch noch reingesetzt. Nur eben 2 gegen 2. Ausführbar. Molotov. Force Piff raus. Ein bisschen offensiver. Bubble hält die Kante. Hält den Cross. Ja, Molotov kommt zu spät gegen Poison. Und Bubble immer noch. Wasser etwas offensiver rein. Smoke Kante geht durch. Piff raus. Kolor. Und was bekommt Kolor hin? Nichts mehr. 1-0 Windigo.